Die Darstellungen, die sich bei antiken Historikern über diese Zeit finden, gelten in der modernen Wissenschaft überwiegend als Legenden. Wahrscheinlich wurden die sieben Hügel Roms etwa seit dem 10. Jahrhundert vor Christus von Latinern und Sabinern besiedelt. Nach 600 vor Christus geriet das Gebiet dann in den Machtbereich der Etrusker, die die Dörfer zu einer Stadt zusammenfassten und ein Königtum errichteten. Die Etrusker waren politisch in Stadtstaaten organisiert. 12 von ihnen schlossen sich um 600 vor Christus zu einem Städtebund, dem Zwölfstädtebund zusammen, der eher religiös orientiert und nach außen selten aktiv war. Dem Mythos nach wurde die Stadt 753 vor Christus von den Brüdern Romulus und Remus gegründet. Da die beiden Stadtgründer aus Alba Longa gestammt haben sollen, führten die Adligen Roms später ihre Herkunft auf Aeneas zurück, der ein Held der Trojaner im Trojanischen Krieg gewesen war. Vermutlich handelt es sich bei der Alba Longa-Geschichte um den bewussten Versuch, die römische Geschichte nachträglich an den Trojanischen Krieg, der nach Ansicht der Griechen und Römer um 1180 vor Christus stattgefunden hatte, anzuschließen. Als sich 753 vor Christus bereits als das angebliche Datum der Stadtgründung durchgesetzt hatte. In die neue Stadt kamen viele Vertriebene, Flüchtlinge und Verbannte. Da die meisten von ihnen Männer waren, mangelte es an Frauen. Um dieses Problem zu lösen, verwendete Romulus eine List und lud die Bewohner der benachbarten Städte zu einem großen Kampfspiel zu Ehren des Neptun ein. Mitten im Spiel stürzten sich die römischen Krieger auf die kaum bewaffneten Gäste und sprengten sie auseinander. Dabei ergriffen sie alle unverheirateten Mädchen, derer sie habhaft werden konnten. Die Brüder und Väter schworen Rache. Die Mädchen, von denen die meisten Sabinerinnen waren, ließen sich jedoch eine nach der anderen zur Heirat bewegen. Als die Sabiner später mit einem starken Heer kamen und sich mit den Römern eine Schlacht lieferten, drängten sich die Frauen auf das Schlachtfeld und baten darum, den um sie geführten Kampf zu beenden, da auf der einen Seite ihre Brüder und Väter, auf der anderen ihre Männer und Kinder sterben würden. Ihre Bitten hatten schließlich Erfolg, Romulus und Titus Tatius, Herrscher der Sabiner, reichten einander die Hand. Die Kämpfer verbrüderten sich, und Römer und Sabiner verschmolzen ihren Staat unter der Doppelherrschaft von Romulus und Titus Tatius. Der antiken Erzählung folgend gelang es Romulus durch seine List, anschließende Kämpfe und einen durch die Sabinerinnen erzwungenen Friedensschluss, die palatinische und die quirinalische Ansiedlung zum Populus Romanus Quiritium, zu vereinen. Er und der Sabinerkönig Titus Tatius regierten fortan gemeinsam. Auf der ursprünglichen Ansiedlung der Sabiner, dem Hügel, der dem sabinischen Kriegsgott Quirinus geweiht war, wurde nach der Vereinigung beider Völker das Kapitolium errichtet. Hier habe der Tempel des Quirinus, Saturn, gestanden, der vom sabinischen Volk besonders verehrt wurde. Nach Romulus folgten angeblich 6 weitere römische Könige. Lucius Tarquinius Superbus, der letzte König, war dem Lucretia-Mythos nach ein Tyrann, der 510 vor Christus aus Rom vertrieben wurde. Er soll später versucht haben, mit etruskischer oder latinischer Hilfe wieder die Macht in Rom zu erlangen, jedoch ohne Erfolg. Aquinius trieb es mit den Ermordungen von Adligen und anderen Missbräuchen seiner Macht so weit, dass sich die Götter entschlossen, ihre Wut in einem Omen zu zeigen. Daher kroch im Königspalast eine Schlange aus einer Holzsäule, was die Königsfamilie in Angst und Schrecken versetzte. Dieses Omen beunruhigte sogar Tarquinius. Er sandte seine beiden Söhne und den Sohn seiner Schwester, Lucius Junius Brutus, zu dem Orakel nach Delphi. Tarquinius' Söhne hielten ihren Vetter für beschränkt. Um eventuellen Angriffen des Königs zu entgehen, hatte Lucius Junius seine Intelligenz bewusst hinter einer Menge von weniger intelligenten Aktionen versteckt, was ihm den Beinamen Brutus, Dummkopf, Trottel, eingebracht hatte. Nachdem die drei in Delphi angekommen waren, befragten sie, dem Auftrag Tarquinius Superbus entsprechend, das Orakel zunächst nach der Bedeutung des Schlangenomens. Die Antwort des Orakels zu diesem Punkt wird in den Quellen interessanterweise gar nicht überliefert, fügten aber noch eine Frage in eigener Sache hinzu, nämlich, wer von ihnen nach dem Tod ihres Vaters die Herrschaft in Rom übernehmen werde. Das Orakel antwortete, dass der Erste, der die Mutter küsse, der nächste Herrscher von Rom sein werde. Tarquinius' Söhne glaubten, dass mit Mutter ihre biologische Mutter gemeint sei, aber Lucius Junius Brutus erkannte, dass das Orakel nicht von der leiblichen, sondern von der gemeinsamen Mutter aller Menschen, der Erde, gesprochen hatte.
Als sie das Orakel verließen, tat Lucius so, als ob er aus Ungeschicklichkeit stolpere, stürzte zu Boden und gab der Erde unbemerkt einen Kuss. Mit dem Sturz der Tarquinier soll die Monarchie für Rom noch nicht ganz zu Ende gewesen sein. Der etruskische König von Clusium, Las Porsena, eroberte Rom kurz nach dem Sturz der Könige, musste es jedoch schon um 503 v. Chr. Wieder aufgeben. Die Römische Republik lässt sich am ehesten als Mischverfassung mit aristokratischen und gewissen demokratischen Elementen bezeichnen. Zugleich spielte im Staatsleben der Römer das kultische Element eine große Rolle. Im Jahr 509 v. Chr. Sei der letzte römische König Lucius Tarquinius Superbus vertrieben worden und Lucius Tarquinius Collatinus und Lucius Junius Brutus seien zu den ersten Konsuln gewählt worden. Gemäß der Überlieferung war Brutus der Sohn Tarquinias, der Schwester des Königs Tarquinius Superbus. Nachdem der König den Bruder des Brutus und andere vornehme Bürger hatte ermorden lassen, stellte Brutus sich schwachsinnig, um dem König keinen Anlass zu geben, ihn zu fürchten und deshalb töten zu lassen. Das brachte ihm den Spitznamen Brutus, lateinisch Dummkopf, ein, den er in Übereinstimmung mit seiner Verstellung klaglos hinnahm. Als König Tarquinius über ein ungünstiges Omen erschrocken war und zwei seiner Söhne zum Orakel von Delphi geschickt hatte, um dieses darüber zu befragen, begleitete Brutus sie drei, in Delphi angekommen, baten die Söhne des Tarquinius das Orakel, ihnen zu offenbaren, wer von ihnen in Rom herrschen werde. Als sie die Antwort erhalten hatten, dies werde derjenige sein, der als erster seine Mutter geküsst haben werde, glaubten die Tarquinier, dies beziehe sich auf ihre biologische Mutter. Brutus aber erkannte, dass das Orakel von der gemeinsamen Mutter aller Menschen, der Erde, sprach, gab vor zu stürzen und küsste sie. Sextus, der jüngste Sohn des Königs, vergewaltigte der Überlieferung nach Lucretia, die Gattin des Lucius Tarquinius Collatinus. Lucretia ließ unter anderem ihren Mann und Brutus schwören, sie zu rächen, und erstach sich. Brutus sah die Gelegenheit, den König zu stürzen. Lucretias Leiche wurde aus dem Haus aufs Forum ihres Wohnortes Collatia getragen. Brutus, der seinen vorgeblichen Blödsinn ablegte, brachte das Volk zunächst dort und dann auch in Rom mit flammenden Reden über den Hochmut und die Verbrechen des Königs und seiner Sippe gegen diesen auf. Er erwirkte einen Beschluss, mit dem der König die Herrschaft verlor und zusammen mit seiner Familie verbannt wurde. Gemäß der Sage bildete Brutus im Jahr 509 v. Chr. Zusammen mit Collatinus das erste römische Konsulpaar. In der Folge konnten die Tarquinier Brutus, Söhne, Titus und Tiberius, dazu gewinnen, sich mit ihnen zu verschwören, um die Königsherrschaft wiederherzustellen. Das Komplott wurde entdeckt, und Brutus ließ seine Söhne hinrichten. Brutus selbst soll später im Zweikampf gegen Aruns, einen Sohn des vertriebenen Königs, gefallen sein. Die heutige Forschung geht davon aus, dass das Konsulat erst viel später eingeführt wurde. Nach der Königsherrschaft war das höchste Amt vermutlich zunächst der Prätor Maximus. Wahrscheinlich wurde die Republik aber frühestens um 475 v. Chr. Gegründet und erlangte erst im Verlauf der folgenden 200 Jahre ihre klassische Form. Die Königsherrschaft jedenfalls wurde von vielen Römern rückblickend als Tyrannei empfunden und dementsprechend abgelehnt. In der breiten Bevölkerung mag diese Abneigung aber weniger ausgeprägt gewesen sein als in der politisch aktiven Oberschicht. Im 5. Jahrhundert vor Christus stand für den römischen Stadtstaat offenbar die Auseinandersetzung mit den Etruskern im Vordergrund. Wohl in der Mitte des 5. Jahrhunderts wurde das für römische Bürger geltende Recht auf 12 Tafeln aufgezeichnet. Dabei folgte man dem Vorbild der Griechen. Rom hatte vermutlich schon vor dem 6. Jahrhundert vor Christus eine bedeutende Rolle in der Landschaft Latium gespielt. Nach der Etablierung der Republik begann man mit einer Expansionspolitik, die sich anfangs wohl meist aus der militärischen Abwehr einer vermeintlichen Bedrohung von außen ergab. Der entscheidende Wendepunkt von der Verteidigung zur Expansion war laut späterer Tradition die Plünderung der Stadt 387 v. Chr. Nach dem Disater, was als Schwarzer Tag zu einer Mahnung verklärt wurde. Spätestens ab jetzt war das Ziel nicht mehr nur die Abwehr, sondern auch der endgültige Sieg über die Angreifer und deren Unterwerfung. Verhandlungsfrieden betrachteten die Römer hingegen stets nur als vorübergehend.